Okay. Und dabei haben Sie an mich gedacht? Genau, Caro. Du bist eine unserer besten Schülerinnen und wir sind sehr stolz auf dich. Wir würden uns riesig freuen, wenn du dein Wissen und dein Können ein bisschen, sagen wir, weitergeben könntest. Kannst du dir das vorstellen? Ja, also, klar. Natürlich würdest du von der Schule für deine Nachhilfestunden bezahlt werden. Also denk gern in Ruhe darüber nach, ob du die Zeit findest und Lust hast, so eine verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen. Gib mir einfach Bescheid, sobald du dich entschieden hast. Am Nachmittag trafen sich die vier Grundschulsuperhelden bei ihrem Lieblings-Eiscafé Sanremo. Als sie ihre Fahrräder abgestellt hatten und auf das Eiscafé zugingen, lief ihnen schon Bella, die niedliche Hündin ihres Freundes und Eisdielenbesitzers Luigi Gelato, entgegen. Oh, meine süße, kleine, schnuffelige Bella. Wir haben uns schon wieder viel zu lange nicht gesehen. Was denkst du? Leute, wollen wir uns reinsetzen? Da draußen stehen gar keine Tische. Ach, wir können auch was am Fenster bestellen und auf die Hand nehmen. Es ist so schön warm hier draußen. Stimmt. Was wollte Direktor Dobermeier eigentlich von dir, Caro? Ach, es ging um Benjamin Wahlert, den Bruder von Freddy Wahlert. Freddy Wahlert hat einen Bruder? Was ist denn mit dem? Dobermeier hat gefragt, ob ich ihm Nachhilfe geben würde. Dass Freddy das nicht tun kann, ist ja klar bei den Noten. Die Eltern können dem Kleinen auch nicht helfen. Jetzt mach ich das. Bist du dir sicher, Caro? Wenn der genauso viel redet wie sein großer Bruder, kannst du dir schon mal Ohrenstöpsel besorgen. Ah, Bambini, mi dispiace. Tut mir sehr leid, aber kann euch heute keine Eise geben. Haha, Luigi, du bist ja lustig. Diese kleine Scherze. Die Eise ist ja alle geschmolzen, alle kaputt. Und kann nichts machen neue, weil ist ja keine Strom mehr da. Erst brauche ich Strom. Verdammt, das ist ja eine Katastrophe. Stimmt, Amico. Aber da gibt es noch eine viel schlimmere Katastrophe. Mitten in die Nacht sind die gekommen, die Einbrecher, und haben alle geklaut. Geld aus die Kasse, meine Tablet, eine Computer aus die Büro. Alle weg. Oh nein, armer Luigi.